Servus Leute und herzlich willkommen an einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute wieder back mit dem Weihnachtswahnsinn und back mit spannenden Büchern. Büchern, die euch so vielleicht nicht jeder empfiehlt und die mein Leben auf jeden Fall auch bereichert und verändert haben. Und jetzt legen wir los. Legen wir gleich los mit einem richtigen Klassiker und das ist ein richtig dicker Schinken, Against the Gods, also gegen die Götter von Peter L. Bernstein. Das ist wirklich ein Klassiker, ist auch ein sehr bekannter Mann, also aus dem Werk ist auch sehr oft schon zitiert worden. Ich finde es dann immer ganz gut, wenn man auch mal das Original liest. Das ist schon relativ zäh auch, muss ich zugeben. Das ist jetzt nichts, was jetzt sehr viel Spaß macht zu lesen. Das ist jetzt nicht leichte Kost. Bernstein, das liegt vielleicht auch daran, war Finanzhistoriker. Also das ist wirklich sehr in die Tiefe. Also da geht es quasi um die komplette Geschichte des Risikos. Das ist sehr interessant. Da steht auch The Remarkable Story of Risk. Und da fängt er wirklich bei A an und hört bei Z auf. Also da steht wirklich sehr viel drin. Wie gesagt, jetzt nicht das Buch kaufen und sich denken, ach, das lese ich jetzt mal locker. Also wer zum Beispiel schon mal alles über Fibonacci wissen wollte, Fibonacci, Bernoulli, da kommen wirklich alle vor. Zum Beispiel auch der berühmte Briefwechsel natürlich zwischen Blaise Pascal und Pierre de Fermat. Da geht es um die Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeit. Also die haben ja damals das Problem gelöst sozusagen, wie es aussieht mit der Wahrscheinlichkeit, wenn bei einem Spiel ein Spieler dann schon einen Vorteil hat, wie man dann sozusagen die Einsätze verteilt. Also das wird schon alles sehr genau beschrieben, wie gesagt, zäh. Ich weiß jetzt nicht, ob man es jemandem zu Weihnachten schenken sollte, außer er hat immer schon davon geträumt, so eine Bibel übers Risiko zu bekommen. Aber ich glaube, dass das jeder mal gelesen haben sollte und man muss sich da mal ein bisschen durchquälen. Was ganz interessant ist, vielleicht auch weitere Buchtipps dazu, gerade dieses Wahrscheinlichkeitsproblem, das ist ja wirklich so die Grundlage eigentlich für das Ganze, auch später für dieses ganze Gambling, für zum Beispiel diese Kelly-Formel oder auch für Ed O. Thorpe, den kennen Sie sicherlich einige von euch, Mann für alle Märkte und auch Beat the Dealer, das ist so ein Klassiker, also der hat da quasi so Systeme entwickelt und war dann auch sehr erfolgreich im Casino mit Kartenzählen bei Blackjack, bis halt dann das Casino irgendwann gemerkt hat, Mensch, der ist irgendwie schlauer als wir, der hat irgendwie ein System gefunden und das funktioniert auch noch, dann haben sie ihn natürlich rausgeschmissen. Und natürlich geht es auch um Risikomanagement und da habe ich mir mal zwei spannende Sachen rausgeschrieben, was Bernstein auch schreibt, also gutes Risikomanagement heißt maximieren, worauf wir Einfluss haben und minimieren, worauf wir absolut keinen Einfluss haben. Also Einfluss haben wir natürlich auf vieles. Die Frage ist dann, wie groß der ist, aber trotzdem kann man da natürlich ein bisschen an der Stellschraube drehen und natürlich gibt es auch Sachen, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Das sollte man dann eher meiden, das sollte man möglichst klein halten und auch ein sehr schönes Zitat, the loser wants a short run to look like a long run. Darüber am besten mal nachdenken. Jetzt kommen wir zum zweiten Buch, das kennen sicherlich einige, Joel Greenblatt, die Börsenzauberformel. Und das ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Das ist erstens schon mal sehr kompakt, sehr kurz, also das kann man auch mal locker in 2 Stunden durchlesen. Das ist schon eher als Weihnachtsgeschenk geeignet, vor allem weil es auch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig geschrieben ist. Und das ist vor allem gut für Leute, die sich vielleicht noch nicht so gut an der Börse auskennen. Also ich weiß nicht, ob es für absolute Neueinsteiger geeignet ist, weil es da natürlich schon auch ein bisschen jetzt in Bilanzen und so reingeht. Wirklich sehr, sehr oberflächlich. Aber jemand, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, muss es dann vielleicht auch ein bisschen langsamer lesen. Aber für alle, die quasi den Einstieg suchen und schon ein bisschen Bezug haben, glaube ich, perfekt. Ist aber wirklich sehr einfach erklärt, gerade am Anfang. Da erklärt er sozusagen seinem Sohn, was er als Aktienanalyst macht. Also wie man quasi ein Unternehmen bewertet. Und er erklärt das sehr schön quasi an einem Mitschüler vom Sohn, der Kaugummi vertickt in der Schule, sozusagen wie man dem sein Business dann bewerten würde und wie man den Fernwert eines Unternehmens berechnet. Und was auch sehr spannend ist, finde ich auch sehr, sehr wichtig, das versteht man auch sehr gut, dass Greenblatt das erklärt, wie eigentlich die Chance an der Börse ist für uns Anleger, dass quasi der Aktienkurs viel stärker schwankt als der Aktienwert. Und er macht das fest an so richtig langweiligen Aktien, sage ich mal, wie eine Coca-Cola oder alles, was halt im Dow Jones oder sowas zu finden ist, dass die quasi eigentlich vom Wert her relativ konstant sein müsste. Also was verändert sich jetzt bei einer Coca-Cola in einem Jahr? Eher weniger, aber trotzdem schwankt der Aktienkurs jetzt von Januar bis Dezember doch teilweise schon heftig, auch in diesem oder im letzten Jahr. Und da meint er eben, da sieht man ganz klar, dass eben der Kurs viel heftiger schwankt als der Wert, der im Zweifel dann eher konstant ist oder sich bei so einem Geschäftsmodell jetzt nicht so rasant ändert und dass das eben die Chance ist. Und so eine Denkweise ist ja zum Beispiel auch die Grundlage jetzt für so eine Strategie wie Dogs of the Dow und Co.
Co. Und was ist jetzt die Börsenzauberformel, fragen sich vielleicht einige. Die ist gar nicht mal so kompliziert. Vorausgeschickt jetzt, das Buch ist schon ein bisschen älter. Also wer das jetzt theoretisch nachmachen will, müsste man erstmal wieder vielleicht die Zahlen aktualisieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie aktuell die sind. Auf jeden Fall hat das früher laut Greenblatt funktioniert. Und zwar, wenn man sich die Gewinnrendite und die Kapitalrendite anschaut. Also Gewinnrendite ist zum einen mal einfach der Gewinn je Aktie durch den Aktienkurs. Je höher, desto besser. Und die Kapitalrendite, man könnte auch sagen Return on Investment, ist dann einfach sozusagen das Verhältnis von Gewinn zum eingesetzten Kapital. Und die Zauberformel ist dann einfach quasi hohe Gewinnrendite kombiniert mit hoher Kapitalrendite. Wenn ich so ein Unternehmen kriege, dann habe ich den Jackpot. Jetzt auch ein sehr gutes Buch, das kennen vielleicht auch nicht so viele, schön in Braun, 100 Baggers von Christopher Meyer oder Mayer. Da geht es nicht um 10 Bagger, sondern um Verhundertfache, also den ganz großen Wurf. Da erklärt er eben sehr schön drin, auf der einen Seite rückwärtsgewandt, wie so 100 Bagger funktioniert haben, also was es da für Fälle gibt, die natürlich dann auch einen Turnaround teilweise geschafft haben, aber natürlich auch was studienmäßig da dabei rauskam, wissenschaftlich, was sozusagen 100 Bagger ausmacht. Und das hat er auch in so eine gewisse Formel gegossen. Er zitiert auch viele andere, die das dann wieder aus Studien haben, zum Beispiel die jetzt hier. Blenden wir jetzt mal ein. Und zwar ist das theoretisch, die Zauberformel klingt ganz einfach, die Praxis ist dann natürlich sehr schwer. Und das sagt er auch wieder immer wieder in diesem Buch, das ist so ein Verhundertfacher zu finden, natürlich sehr, sehr schwer. Da wird man sehr oft auch auf die Schnauze fliegen, beziehungsweise muss, wenn man die hält, auch sehr viel Schmerzen aushalten. Aber hier die Formel SQGLP, also Size is Small. Man braucht eher ein kleineres Unternehmen. Klar, wenn ich jetzt Amazon kaufe, die schon sehr groß sind, ob sie sich jetzt nochmal verhundertfacht, eher fraglich. Quality, klar, kommen wir gleich noch dazu. Growth ist auch klar. Irgendwo muss ja der steigende Börsenkurs auch herkommen. Dann Longevity, dann die Länge, Durchhaltevermögen. Also ich muss solche Aktien auch lang halten. Also ein Verhundertfacher in 2 Wochen ist eher schwierig. Und der Price macht auch durchaus etwas aus. Also erster Punkt, Small ist eigentlich ganz einfach. Man sollte die Unternehmen natürlich kaufen, eher wenn sie noch kleiner sind. Also wenn die jetzt schon 15 Milliarden schwer ist, so eine Bude, dann ist der Verhundertfache eher schwierig. Also da muss man eher früh dran sein, wenn sie noch klein sind. Und bei den Umsätzen sollte auch noch Luft nach oben sein. Qualität ist auch ganz klar. Klar sollten Sie ein halbwegs vernünftiges Produkt haben, einen gewissen Burggraben, eine gute Geschäftsführung. Aber ganz wichtig, das hat sich wohl gezeigt bei den Verhundertfachern, ein Merkmal, dass sie früh rentabel waren. Also zum Beispiel auf die Eigenkapitalrendite schauen und das ist dann schon ein gutes Merkmal. Also wenn ein Unternehmen sehr, sehr früh im Stadium schon sehr profitabel ist, dann sollte man da mal genauer hinschauen. Preis ist auch noch wichtig. Natürlich bei so einem totalen Wachstumsunternehmen ist das jetzt nicht das Entscheidende, aber wenn man dann im Zweifel billiger zuschlägt, kann das natürlich dann einige Fehler sozusagen wieder ausbügeln. Und jetzt noch die Dauer, also die Ausdauer besser gesagt, Langfristigkeit, man muss solche Unternehmen halten. Also wenn ich halt schon 200% im Plus bin, dann fehlt halt immer noch ein bisschen was zum Verhundertfacher und das schaffen natürlich viele nicht, wirklich so eine Aktie ja dann halt auch über 10 oder 20 Jahre zu halten. Das Problem kennen wir alle. Bitcoin ist auch so ein gutes Beispiel, da wird ja immer vorgerechnet, oh, wenn man den damals gekauft hätte. Die Frage ist nur, wenn ich den für 1 Euro gekauft hätte, hätte ich ihn dann auch noch bei 15.000 Euro oder hätte ich ihn halt vielleicht schon bei 50 Euro verkauft, was vielleicht dann auch nicht die schlechteste Wahl gewesen wäre. Aber trotzdem, da sieht man halt mal, wie das laufen kann. Und wie viel Return braucht man jetzt eigentlich? Das kann man noch kurz einblenden zum 100 Bagger. Da sehen wir schon bei einem Return von 14%. Da dauert es schon ganz schön lang jährlich. Also relativ schnell geht es mit einer Wachstumsrate von 151%. Aber dann dauert es trotzdem noch 5 Jahre. Noch ein spannendes Buch, Winning the Loser's Game von Charles D. Ellis, kennen sicherlich auch einige. Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch auf Deutsch, aber das ist, glaube ich, eher selten. Ist generell gar nicht so einfach, das Buch zu kriegen. Ist eher ein Grundsatzbuch, also für die totalen Cracks, weiß ich nicht. Die können dann vielleicht noch eine Stufe weitergehen, aber für alle, die sich schon ein bisschen auskennen, aber doch ein bisschen mehr wissen noch wollen, glaube ich, ganz gut. Ist aber schon eher so ein Grundsatzbuch, was einem ein bisschen den Kopf wäscht und wirklich vor allem eher darauf geht, dass es schon relativ schwer ist, den Markt zu schlagen, was einem klar macht, was das eigentlich für ein Haifischbecken ist, wie viele Profis da eigentlich sind, wie viele Instis und große Player, wo man dann sich als Privatanleger, wenn man das liest, dann auch schon mal ein bisschen geerdeter vorkommt und vielleicht das mal ein bisschen mit anderen Augen sieht und dann vielleicht doch eher mal zum ETF greift.
Sind aber auch sehr viele spannende Statistiken drin, auch solche Klassiker wie, was passiert, wenn ich jetzt die 10 besten Handelstage verpasse, die 10 schlechtesten, also was dann auch wieder eher dafür spricht, dass man langfristig investieren sein sollte. Und 10 Regeln hat er am Ende oder eher gegen Ende, die würde ich jetzt euch gerne mal kurz vorstellen, können wir einblenden. Und zwar Regel Nummer 1, spare und investiere das Geld in dein künftiges Glück, deine Kinder und Freiheit. Nummer 2, sei dir im Klaren, dass du gegen Profis spielst. Wie viel Geld würdest du gegen Profis in Las Vegas verzocken oder setzen? Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt. Das muss man sich immer wieder klar machen, auch wenn wir Privatanleger natürlich in diesem Jahr vielleicht ganz gut ausgesehen haben. Gerade die Robinhood-Trader zwischendurch auch gegen die großen Hedgefonds-Manager, aber da sollte man trotzdem immer vorsichtig bleiben. Er führt auch ein sehr schönes Zitat an, dass Profis eben quasi im Vergleich mit dem Tennis quasi Punkte gewinnen und die Laien, die verlieren eher Punkte. Also das, glaube ich, bringt es sehr gut auf den Punkt, beziehungsweise der Laie versucht vielleicht eher keinen Fehler zu machen und der Profi versucht halt wirklich ganz gezielt, der weiß, was er tun muss und der sucht dann eben den Gewinn. Und bei uns, klar, fällt dann auch mal was ab, vielleicht als Privatanleger, aber da muss man schon vorsichtig bleiben. Dritter Punkt, nicht in erster Linie aus Steuergründen investieren, finde ich auch ganz interessant. Vierter Punkt, das ist auch ein Klassiker mittlerweile eigentlich, ein Eigenheim ist kein Investment. Fünfter Punkt, finde ich auch eine ganz gute Aussage, keine Zocks mit Rohstoffen, weil es einfach eine reine Spekulation auf den Preis ist. Also da gibt es jetzt quasi keinen Value, der dazukommt, also keinen Produktivitätsgewinn. Sechster Punkt, auch sehr wichtig, auch wenn wir natürlich im Haifischbecken schwimmen, fall nicht auf Verkäufer rein. Also die wollen natürlich eher ihr eigenes Geld mehren, die wollen Provisionen kassieren und denen ist es dann unterm Strich eher wurscht im Zweifel, was du am Ende verdienst. Dann siebter Punkt, kann man auch nicht oft genug sagen, sind wir alle nicht gefeit davor, investiere nicht in neue Sachen. Also er meint vor allem Hypes damit. Achter Punkt finde ich fast den besten eigentlich. Investiere nicht in Anleihen, nur weil sie angeblich sicher sein sollen. Das ist auch so ein Klassiker, dass manche Leute dann sagen, ach, Anleihen, ja, kaufe ich mal, die sind sicher und wissen eigentlich gar nicht warum. Neunter Punkt, auch ein Klassiker, aber kann nie schaden, mach den langfristigen Plan. Und schreib ihn dir wirklich auf. Also nicht einfach sagen, so ja, ich hätte gerne mal 1 Million oder sonst was, sondern wirklich einen Plan machen und auch den konkret aufschreiben. Und zehnter Punkt, ja, misstraue deinen Gefühlen. Das wissen wir alle, aber das sollte man sich vielleicht wirklich einen Zettel schreiben, aufs Hirn kleben, am besten nochmal über den Schreibtisch, denn das ist wahrscheinlich immer noch die größte Falle. Und jetzt nochmal ein Klassiker sozusagen, das habe ich auch schon mal vorgestellt, haben wir sogar schon mal ein Video darüber gemacht, Pim van Vliet, High Returns from Low Risk. Auch sehr einfach geschrieben, unterhaltsam, locker, leicht, auch schnell durchzulesen. Also das kann sich wirklich jeder locker über Weihnachten reinziehen und das hat für mich schon auch einiges verändert, weil es einfach den Blickwinkel aufs Risiko total verändert. Das habe ich sogar auch in meinem Buch aufgenommen und zitiert, weil ich das so gut und so wichtig fand und das kann ich euch nur ans Herz legen, denn wir lernen alle entweder in der Schule vielleicht schon, spätestens dann im BWL oder Finanzstudium eine Grafik, die können wir jetzt mal einblenden. Risiko, Rendite und das geht dann einfach so gerade hoch nach dem Motto, je mehr Risiko, desto mehr Rendite. Und das widerlegt Van Vliet in seinem Buch sehr, sehr gut. Zum einen finde ich das immer ein bisschen gefährlich, weil ja so getan wird, als müsste ich einfach nur mehr Risiko nehmen und kriege dann automatisch mehr Rendite. Und vor allem dieses Risiko wird dann auch immer so abstrakt dargestellt. So nach dem Motto, ja, Risiko ist halt eine Zahl. Also ich gehe halt von Zahl 5 auf Zahl 10 und dann kriege ich einfach das Doppelte oder Dreifache. Das ist schon mal sehr gefährlich, weil das immer so sehr abstrakt klingt. Und er zeigt in diesem Buch auch sehr gut, dass hochriskante Aktien langfristig eben sogar viel, viel schlechter abschneiden als die richtig langweiligen. Es stimmt eben vorne und hinten nicht mit dieser Risikogleichung. Da gibt es nämlich eine sogenannte Risikoanomalie. Also das wird sehr gut in diesem Buch erklärt. Auch nochmal in das Video reingucken. Die Risikolüge haben wir das damals genannt. Da wird das ganz, ganz ausführlich erklärt. Und wie gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, also dass man auch mal das Thema Risiko versteht. Der einzige Kritikpunkt an dem Buch, er hat Risiko in erster Linie an der Volatilität festgemacht. Das sehe ich auch kritisch, weil für mich Vola grundsätzlich nicht gleichzusetzen ist mit Risiko. Natürlich ist es ein Risikomaß, aber alleine die Vola ist schwierig. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, dass er einfach nachgewiesen hat, dass Aktien, die sehr, sehr stark schwanken, langfristig im Schnitt deutlich schlechter laufen als Aktien, die sehr wenig schwanken. Und jetzt ein Buch, das hat nicht direkt mit der Börse zu tun, The Curse of the Sell von Mark
R. Leary. Und das kann ich euch nur sehr empfehlen. Das fällt für mich schon in die Kategorie, so wie was wie Stumbling on Happiness. Also wirklich sehr gut geschrieben, sehr einfach auch geschrieben, obwohl es sehr psychologisch ist. Aber das kann man wirklich sehr gut lesen, auch auf Englisch überhaupt kein Problem. Vielleicht, wenn man jetzt auch nicht ganz versiert ist. Wirklich sehr gutes Buch. Ist jetzt auch nicht zu dick. Also wie gesagt, da kommt man auch schnell durch. Wenn jetzt gerade Leute sagen, so, oh, so ein Schinken mag ich jetzt nicht so gern wie das Risikobuch am Anfang, kann ich nur empfehlen. Und da geht es eben sehr viel um Psychologie und da kann man sehr viel auf die Börse auch ummünzen. Und da geht es, was der Titel auch schon verrät, um das Selbst, also das Self und das Ego natürlich auch. Und das ist auf der einen Seite natürlich sehr wichtig und auch eine große Stärke von uns Menschen, dass wir überhaupt ein Selbst haben, kann aber natürlich auch eine riesige Falle sein. Und ganz wichtiger Punkt ist auch der sogenannte Self-Talk. Ihr kennt das vielleicht, man unterhält sich im Kopf ja gerne mal mit sich selber. Also wenn man sozusagen denkt, führt man oft so fast schon Selbstgespräche. Das Lustige ist, das gibt es natürlich schon immer, aber früher war das gar nicht so klar, was das eigentlich ist. Also da gab es natürlich viele Mythen und da hatte man noch nicht den klaren Blick drauf. Also sozusagen der innere Reich Ranitzky, das kennt ihr auch, der dann sagt, ah, das ist doch alles scheiße und warum mache ich das überhaupt und du kannst das nicht. Kann natürlich auch positiv sein, der Self-Talk, klar. Also da muss man aufpassen, dass man sich weder runterzieht, noch dass man dann zu euphorisch ist. Und das kann sogar so weit gehen, wenn das sozusagen in schiefe Bahnen läuft. Das ist auch sozusagen der Grund für Schizophrenie oder für psychische Erkrankungen, dass man sich dann da so reinsteigern kann. Das geht dann dahin zu, dass man sich quasi selber so wichtig fühlt oder dass man sich so ständig angesprochen fühlt, dass man dann, wenn man vorm Fernseher sitzt, dass man dann sogar denkt, oh, der redet jetzt mit mir. Also solche Leute sind dann natürlich auch sehr empfänglich für Verschwörungstheorien. Und da lauern eben sehr, sehr viele Fallen und die werden da auch sehr schön aufgegriffen. Also ein schönes Beispiel ist auch, wie leicht wir eigentlich manipulierbar sind, dass wir Leute alleine lieber mögen, wenn sie am selben Tag Geburtstag haben, ist auch eigentlich einleuchten, warum sollte uns das auch nicht sympathisch sein, aber grundsätzlich ist das ja Schwachsinn. Oder wenn zum Beispiel Buchstaben, die jetzt in unserem Namen sind, in einem anderen Namen vorkommen oder der Name sogar gleich ist, ähnlich ist, dann weckt das auch schon wieder Sympathie. Also jetzt weißt du vielleicht, warum du besonders viele Aktien mit A oder B oder C oder M im Depot hast. Also da sieht man schon, dass unser Hirn wirklich so anfällig ist und das muss man sich auch immer wieder klar machen, wie schnell man sich da sozusagen selber hinter die Fichte führt. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen dieses Videos, Leute. Und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, welches Buch ihr lesen werdet und welches ihr vielleicht schon gelesen habt. Das eine oder andere wird vielleicht dabei sein. Ich glaube, das sind jetzt keine Standardbücher, wie jetzt irgendwie Graham oder Buffett oder Costolani, obwohl ich Costolani auch durchaus sehr empfehlen kann, aber das kennt ja wirklich schon fast jeder, das braucht man da nicht nochmal durchkauen oder das Café am Rande der Welt, das empfiehlt ja auch mal jeder. Mag ja auch nicht schlecht sein, aber trotzdem ein paar neue Bücher sind ja vielleicht auch mal eine ganz gute Idee. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich habe noch genug Buchempfehlungen auf Lager, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, bin sehr gespannt auf euer Feedback und schreibt doch auch gerne mal eure Buchtipps, also da kann man immer voneinander lernen und da gibt es ja leider sehr, sehr viele, Gott sei Dank, aber leider, weil man sie gar nicht alle lesen kann. Aber gerne in die Kommentare damit, welches Buch, wenn ihr nur ein Buch mitnehmen könntet auf eine einsame Insel, wenn man vom Deep State verfolgt wird und hat dann noch ein Buch übrig, welches würdet ihr dann mitnehmen? Danke euch fürs Zuschauen, bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir sind jetzt raus, bis morgen, geht der Weihnachtswahnsinn weiter. Macht's gut, danke euch, ciao.